Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war für ein paar Tage mit Freunden, so als Pärchenurlaub, in Wien. Und was wir so gemacht haben, das erfährst du im heutigen Video. Wir sind abends mit dem Nachtzug losgefahren und waren dann früh um 6 in Wien. Und dann haben wir uns nach dem Frühstück erstmal im Bad am Bahnhof fertig gemacht. Dann haben wir unsere Koffer erstmal am Hauptbahnhof gelassen und sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Wir sind dann durch Zufall in einem Swarovski-Laden vorbeigekommen, der mega fancy aussah. Das war ein Shop und Museum in einem. Also da waren wirklich sehr schöne Ausstellungsstücke ausgestellt, natürlich weit über meiner Preisliga. Aber man kann sich ja trotzdem mal anschauen. Durch Zufall sind wir dann auch direkt zum Stephansdom gekommen, eines der Wahrzeichen der Stadt, und waren dann nach ein paar Stunden so ausgepowert, dass wir nochmal ein zweites Frühstück hatten. Danach ging es dann durch den Burggarten ins Schmetterlingshaus. Da bekam man so ein bisschen tropisches Feeling und konnte ein paar schöne Aufnahmen machen. Der eine Schmetterling hat sich auch einfach konstant an meinen Freund geheftet. War ich schon ein bisschen eifersüchtig? Ja, aber es war leider ziemlich voll. In der Nähe sind aber auch noch viele andere Attraktionen, also zum Beispiel auch schöne Gebäude, wo wir dann erstmal in unserer Ferienwohnung sind und uns ein bisschen ausgeruht haben, weil wir dann doch ziemlich müde wurden. Wir hatten die unfassbar tolle Idee, uns zwei Tüten Brötchen bzw. Überreste von Too Good To Go zu holen, damit wir morgen was fürs Frühstück haben. Und jetzt haben wir einfach genug, um eine Großfamilie den ganzen Tag zu ernähren. Aber Too Good To Go kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für jeden, der es noch nicht kennt, kann man super nutzen in größeren Städten. Wie du hier siehst, waren wir am nächsten Tag im japanischen Garten. Das war wirklich auch ziemlich schön. Da gab es einige Leute, die Fotos gemacht haben, wobei auch noch nicht alle Bäume und alle Plätze geblüht haben. Und anschließend sind wir dann direkt in einen anderen Garten gefahren, und zwar zum Schloss Schönbrunn. Hi, wir sind im Schlossgarten vom Schloss Schönbrunn. Ja, eine weitere kostenlose Aktivität. Ist auf jeden Fall super, super schön. Mit früher schon den japanischen Garten gesehen und ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Beides so ein bisschen außerhalb, aber ich finde, das lohnt sich schon auf jeden Fall. Weil wir im Ostern da sind, ist es halt auch relativ voll. Aber das Coole ist, es ist auch Ostermarkt, also man hat auch ein paar Stände, wo man so durchschlendern kann, direkt vor dem Schloss. Und das ist wirklich sehr cool. Nachdem wir das Schloss dann von außen besichtigt haben, wollten wir, beziehungsweise vor allem ich, noch in ein medizin-related Museum gehen. Dabei ist uns dieser tolle Rasen begegnet. Wir sind jetzt irgendwie an der Uni gestrandet und wir gehen zu den Narrenturm. Da gibt es nämlich ein pathologisch-anatomisches Museum und ja, finde ich interessant. Okay, ich fand das Museum wirklich sehr, sehr cool für Medizin interessierte Personen. Es wurden so Exponate ausgestellt von verschiedenen Krankheiten, die man vor allem eben früher zu Lernzwecken eingesetzt hat für Medizinstudierende. Und es war wirklich sehr viel an Wissensstoff. Also am Ende sind wir nur noch schnell durchgegangen, was einfach viel zu viel ist. Aber kann man sich für das Geld auf jeden Fall mal anschauen. Wir müssen jetzt erstmal was essen, weil wir irgendwie kein richtiges Mittagessen hatten, beziehungsweise nur wenig. Und jetzt haben wir schon 16 Uhr oder so, ich weiß gar nicht. Nach dem Essen haben wir dann den anderen Teil unserer Gruppe wieder getroffen. Und auf dem Weg dahin konnten wir noch einige großartige Gebäude sehen, zum Beispiel das Rathaus oder eben auch das Parlament. Allgemein ist Wien wirklich eine sehr ästhetische Stadt, gefällt mir super schön vom Stadtbild her. Und ich komme auch gerne wieder. Am Abend sind wir dann zum Prater. Das ist ein Freizeitpark, wo es super viele verschiedene Fahrgeschäfte gibt. Super viel Essen natürlich auch, wie man es eben so kennt. Man bezahlt eben pro Achterbahn oder pro Fahrgeschäft und hat eben keinen allgemeinen Eintritt. Das heißt, wir sind einfach durch das ganze Gelände gelaufen und waren dann auf ein paar Fahrgeschäften drauf. Und es war auf jeden Fall ein super cooles Feeling. Allein wie schön das Ganze im Dunkeln leuchtet, also ich bin auch sehr froh, dass wir abends dahin gegangen sind und nicht tagsüber. Hi, hi, new day. Heute haben wir uns so ein bisschen getrennt, weil ein Part von uns jetzt in die Formel 1 Ausstellung geht und wir sind nicht so krass interested daran. Deswegen gehen wir jetzt wahrscheinlich ins Wien Museum. Ist nämlich auch kostenlos. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, was es da zu sehen gibt, aber vielleicht ist es ja interessant. Und ansonsten ist es ja kostenlos, man kann ja gleich wieder rausgehen, aber nee, es wird bestimmt interessant sein. Das ist übrigens hier unser Apartment. Wir schlafen hier auf dem Schlafsofa. Und hier ist unser Tisch quasi. Da kommt man hier auch in die Küche rein. Hat man auf jeden Fall alles da, was man so braucht. Und dann ist hier noch das Schlafzimmer, wo dann der andere Part von uns schläft. Wir haben sogar einen Balkon. Die Aussicht auf den Balkon ist jetzt nicht so genial, aber ich finde das Apartment schon echt ganz nett. Wir haben ein Bad mit Dusche und dann haben wir noch mal extra so eine Toilette, warum auch immer das extra ist. Das hier ist die Dusche. Das ist mein Outfit for today. Ich habe heute einen Rock an. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach draußen. Mein Freund und ich sind dann ins Wien-Museum gegangen.
Da ging es viel um die Geschichte Österreichs, aber auch speziell um die Geschichte Wiens. Es war Kunst ausgestellt, berühmte Persönlichkeiten wurden vorgestellt. Es gab auch einiges zu mitmachen, also allgemein ein sehr, sehr cooles Museum, vor allem eben kostenlos. Anschließend haben wir in Richtung Heldenplatz navigiert und haben eben auch schon gesehen, dass auf dem Weg sehr viele Sehenswürdigkeiten liegen, wie zum Beispiel die Nationalbibliothek, verschiedenste Denkmäler, das Sissi-Museum, die Hofburg, das Heldentor. Und dann haben wir auch noch ein Stück Sachertorte gegessen. Danach sind wir noch zu den Hundertwasserhäusern gefahren. Fand ich tatsächlich auch mal ganz cool zu sehen. Da waren noch Bilder ausgestellt. Man konnte sehr viele Sachen käuflich erwerben. Am späten Nachmittag waren wir dann ein bisschen auf der Donauinsel spazieren. Und es war ziemlich windig. Und dann bin ich extra noch mal ein paar Minuten mit der U-Bahn gefahren, um einen krassen Sonnenuntergang zu erleben. Aber naja. Mission Sonnenuntergang angucken. Ein bisschen gescheitert. Aber naja, jetzt gibt es erstmal Essen zu Hause in unserem Apartment. Und morgen fahren wir auch schon wieder zurück. Ja, sehr schade. Die Tage gingen sehr schnell rum. Wir haben aber sehr viel gesehen. Und bis jetzt war es auch ziemlich cool. Und wir haben uns alle gut verstanden. Am nächsten Tag sind wir dann ganz entspannt aufgestanden, haben unsere Sachen gepackt und dann ging auch schon wieder unser Zug zurück. Wir haben ein paar Spiele gespielt im Zug und ansonsten habe ich auch gelesen. Ich finde so Zugfahrten immer ziemlich entspannt und suche mir schon immer meine Aktivitäten, damit ich mich auch nicht langweile. Also ja, danke fürs Anschauen. Vielleicht hast du ja eine Inspiration für deinen nächsten Urlaub in Wien bekommen. Tschüss!